Hallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Ich wollte dir nochmal einen kleinen Tipp geben. Also, was jetzt zurzeit ja total Saison hat, sind Melonen. Ich habe ja eine Wassermelone. Die ist ziemlich schwer. Ich glaube, die ist bestimmt so irgendwo zwischen 7 und 9 Kilo. Ich habe leider keine Waage hier oben, die das gut wiegen kann. Mein Tipp, um die auseinanderzunehmen, um einen Smoothie draus zu machen, ist einfach in der Hälfte durch schneiden mit einem großen Messer. Wir haben hier so ein riesengroßes Messer. Und immer schön aufpassen, ich habe mich letztens ganz böse geschnitten, weil ich abgerutscht bin. Und dann nicht alles in kleine Stücke schneiden, weil das ist eine Riesenarbeit. Es ist besser, man nimmt einen Löffel, finde ich jedenfalls, und höhlt die hier aus. Das geht ziemlich gut. Und dann habe ich hier in die Spüle den Mixer gestellt. Und hier ist jetzt zum Beispiel die eine Hälfte der Wassermelone drin. Das passt hier sehr, sehr gut in diesen 2-Liter-Behälter. Jetzt mixen wir die mal und das muss man nicht lange mixen, so ich schätze mal so 20 Sekunden oder so. Legen wir mal los. Es hätten auch fast 10 Sekunden mit dem Mixer gereicht. So, und das sieht jetzt richtig lecker aus. Und das fülle ich jetzt hier in so ein 1 Liter Marmeladenglas. Und ja, ich komme gleich. Und dann hat man hier einen super guten Snack. Also, so als richtiges Mittagessen würde ich wirklich zwei von den Dingern trinken. Man kann einen ganz dicken Strohhalm nehmen oder halt wirklich so direkt aus dem Glas trinken. Sehr, sehr lecker. Gerade jetzt zu dieser heißen Jahreszeit. Das gibt ordentlich Power, ist sehr, sehr gut für die Nieren und auch für die Entzündung im Körper. Wassermelone bringt die Entzündung im Körper, die man hat, wenn man halt welche hat, runter. Das ist sehr, sehr gut, wenn man auch irgendwie erkältet ist. Alles klar, bis bald und tschüss.